Ja, ich hatte es zu Ende meines anfänglichen Parts auch gesagt, auch das Dämmverhältnis spielt eine Rolle, das können wir in Tabellenwerken gucken, aber das 2:1 ist so der Klassiker, wo es halt passt, 2 Anteile im Sparren, aber der eine Anteil obendrauf ist für diese Sanierungsvariante extrem wichtig. Wenn ich mal den Platz nicht habe, Sanierung zum Beispiel, oder jetzt rein geometrisch den Platz nicht habe, um da noch eine Überdämmung zu bringen, dann muss ich mir gegebenenfalls was anderes einfallen lassen. Dann würde diese Variante nicht funktionieren. Oder auch andere Gründe. Keine Höhe, keine Überdämmung oder auch bei Einblasdämmung. Wenn ich jetzt das untere Gefach Einblasdämmung machen will und mache vielleicht noch eine Aufdopplung und will dann nochmal einblasen, habe ich 2 Gefache, äußerst unpraktisch. Oder ich bohre halt durch die Luftdichtung durch und kann es hinterher nicht mehr luftdicht verschließen. Richtig, also es gibt Möglichkeiten, aber wenn ich von außen jetzt da mein Einblasloch reinbohre, werde ich mit Sicherheit auch die Folie erwischen und kaputt machen. Und kann sie auch nachher nicht mehr vernünftig abkleben durch dieses kleine Loch. Und dann gibt es eine andere Möglichkeit, oder auch wenn ich zum Beispiel im Bereich des Kehlbalkens einen Ebenenwechsel habe. Und dann wäre, oh Zauber. Komm, ich mach das für dich, komm her. Ja, stimmt, ich bin da eh zu kurz für. Ach, nee, ich auch, aber. Du ja auch. dann haben wir noch eine andere Variante. Und zwar die sogenannte Sub- und Top-Verlegung, beziehungsweise Berg und Tal, rauf und runter, wie auch immer man sie nennen mag, oder eingeschlaufte Variante. Da verlegen wir die Bahn durchs Gefach. Also da sind wir dann schon auf der warmen Seite, da wo die Dampfbremse ja traditionell hingehört. Hier im Schnitt gesehen, halt hier unten. Ich kann auch nochmal eine sogenannte Sauberkeitsschicht drunter legen, also dass ich eine dünne Dämmung reinlege, wenn irgendwelche Nägel oder sowas vielleicht aus der Beplankung rausgucken. Aber mit der bleibe ich tatsächlich im unteren Drittel. Und dann kann ich aber im Bereich des Sparrens die Bahn tatsächlich oben drüber bringen. Wenn ich eine Aufdopplung mache, mache ich die geschickterweise erst nach dem Verlegen der Luftdichtheitsebene, dann bin ich hier auch wieder im wärmeren Bereich. Und wenn ich dann einblasen will, zum Beispiel, habe ich ein Gefach, wo ich das relativ locker dann auch machen kann. Also ich gehe quasi durchs Gefach am Sparren hoch und wieder runter an der anderen Seite, mache auch in den Ecken hier, damit die Ecke auch sauber ausgeführt ist, Leisten rein, aber das sehen wir gleich beim Thomas nochmal. Von der bauphysikalischen Seite her lasse ich aber dann ja zu, dass die warme Raumluft, die ja viel Feuchtigkeit aufnehmen kann, hier hochsteigen kann. Ich begrenze zwar hier diesen Raum, indem ich da eine Leiste drauf habe, aber ich lasse bewusst zu, dass die Raumluft da hoch kann, kühlt sich ab, somit steigt die relative Luftfeuchtigkeit und wenn die dann die Feuchtigkeit hier nicht raus kann, würde es zu Kondensat kommen. Und da ist es halt sehr wichtig, jetzt sind wir wieder bei einer speziellen Bahn, die ist feuchtvariabel. Die ist in diesem unteren Bereich dampfbremsend, die bleibt hier so etwa bei 2 Meter SD-Wert. Und hier oben in dem Bereich, da ist sie hochdiffusionsoffen und das zeitgleich. Sie regelt das selber, sie reagiert da drauf. Sie reagiert im Prinzip auf die Feuchtigkeit. Also wenn hier die relative Luftfeuchtigkeit steigt, wird die Bahn umso offener. Und die wird sehr schnell und sehr weit auf. Das heißt, hier sind wir bei 2 Meter SD-Wert im Gefach. Und hier oben kann die Bahn auf 0,05 Meter aufmachen. Also so diffusionsoffen wie 5 cm Luft. Und das ist der Trick dabei. Also diese Bahn ist feuchtvariabel, aber ein ganz wichtiger Hinweis, das bitte auch auf jeden Fall mit nach Hause nehmen. Bitte bei solchen Konstruktionen niemals die Materialien verwechseln. Die haben zwar auch einen ähnlichen Namen, DASA Top heißt diese hier bei uns, Dachsanierung und Sub- und Topverlegung, daher der Name. Die andere heißt DASA Plano, vom Plan verlegt. Diese Bahn haben wir ja eben gesehen, ist hochdiffusionsoffen und luftdicht. Diese ist feuchtvariabel und luftdicht. Im Warmbereich dampfbremsend, hier oben diffusionsoffen. Wenn ich die vertausche, funktioniert nicht so gut.
Und wenn ich dann eine ganz andere Bahn nehme, die nicht variabel ist oder sogar dampfsperrend, dann geht es richtig in die Hose. Da hatten wir hier mal so ein Beispiel. Da sieht man hier so ein bisschen die Schattierung. Das ist alles pappnass. Hier hat man eine PE-Folie verlegt, geschlauft. Also dann kann man in etwa mit rechnen, dass der Sparren noch etwa so 2-3 Jahre überlebt. Ansonsten bei dieser feuchtvariablen Bahn ist es so, dass wir da, ja gut, wir haben die jetzt so seit etwa 12 Jahren, glaube ich, die ist extrem robust, bauphysikalisch gesehen, weil die halt hier oben sehr schnell aufmacht. Und diese Bahn ist auch für nichts anderes da. Wir haben die ausschließlich für diese Variante hergestellt. Der ein oder andere kennt sicherlich auch die Intello, die wir für alles Mögliche ranziehen. Aber in diesem Fall haben wir die DASA Top, die noch schneller aufmacht, also noch wesentlich schneller als zum Beispiel die Intello oder auch andere Bahnen. Insofern eine sehr bauphysikalisch sehr sichere Geschichte und immer dann praktisch, wenn ich zum Beispiel diese Überdämmung nicht bringen kann oder Einblasdämmung verwenden will oder halt auch ja, zum Beispiel es vielleicht konstruktiv praktischer ist, wie eben gesehen in dem Bereich der Kehlbalkenlage. Insofern zwei Varianten. Man muss somit auch im Vorfeld einfach gucken, was ist die sinnvollere Variante und auch immer, also einerseits bauphysikalisch gesehen in der Fläche, aber auch immer im Bereich der Anschlüsse. So, und die Anschlüsse sehen wir jetzt wieder von Thomas. Insofern übergebe ich dir nochmal eben das Wort. So sieht's aus. Also auch hier wieder Fläche, selbst wenn wir sie so abwickeln, oder vielleicht mit der 3-Meter-Bahn 90 Grad drehen, Schnittkante oben und unten und so verlegen, ganz egal, Fläche ist wiederum einfach. Wer die Situation auf der Baustelle kennt, spätestens bei der Zange, dann rollen sich die Fußnägel, ja, weil die Zange ist wieder für mich eine Durchdringung und somit ein nächstes in sich luftdichtes Bauteil, das muss ich auch einpflegen. Und wenn ich die hier habe, ob jetzt als Einzel- oder als Doppelzangen, ja, das ist mit ganz, ganz viel Zeit verbunden. Wenn ich mir aber vorher Gedanken mache, dann kann ich vielleicht auch mit so einer kniffligen Situation wie Zange hinterher sogar noch Geld verdienen. Ja. Nehmen wir jetzt mal die Situation, der Planer oder ich im Rahmen des Luftdichtungskonzepts hat sich das vorher angeschaut. Dann habe ich zwei Infos im Vorfeld. Ich weiß zum einen, ich weiß die Dachneigung und ich weiß die Dicke der Zangen. Und dann kann ich daheim vom Lehrling, vom Helfer, von wen auch immer, kann ich schon vor Beginn der Baustelle, kann ich mir was vorrichten lassen und zwar Holzklötze. Mir sage bewusst, macht es mit Holz und nicht mit Dämmstoff, weil es gibt mittlerweile auch einen Hersteller, der das auch empfiehlt und der nimmt aber Dämmstoff. Nur hier wissen wir, dass über dem Sparren als solches, der ja von seiner Wärmeleitfähigkeit knapp dreimal schlechter ist als der Sparren in sich kein Problem ist. Wenn ich hier an der Stelle Dämmstoff verwenden würde, würde es unter Umständen zu Komplikationen kommen. An der Stelle, wir nehmen Holz, wir gehen her und schneiden die zu. Und die allererste Aktion auf der Baustelle, schon bevor die Membran verlegt wird, wir gehen her und korrigieren uns diese Zwickel, weil je flacher das Dach wäre, desto leichter wird uns fallen, da oben luftig zu arbeiten, desto schwieriger aber da unten. Gehen wir aber her und montieren unsere Holzklötze in der entsprechenden Neigung im Vorfeld zugeschnitten. Dann ist egal, wie die Neigung vorher war, in der Summe habe ich im Nachgang immer, komm mal hier rüber, bitte, habe ich immer einen Klotz mit rechten Winkeln und den kann ich ganz leicht einarbeiten. Ja? Ist natürlich immer noch ein vermehrter Zeitaufwand im Vergleich zur Luftdichtungsbahn in der Fläche, aber für die entsprechenden Anwendungszwecke, die eben der Martin angesprochen hat, die sinnvollere Variante. Hier ist vielleicht auch wieder ausgemauert, hier ist vielleicht auch logischerweise die Situation, mein nächster Anschluss oberseitig ist mein Mörtel auf der Schnittkante des Steins hier oben. Auch hier muss ich wieder dran denken, wenn ich den Stein nicht bündig abschneiden kann und eine neue Traufe ausbilden, hinterher über die Unterkonstruktion oberhalb der Unterdeckung. Auch dann muss ich wieder meinen Sparren
einpflegen mit allen vier Seiten, mit allem, was dazugehört und alles mit dem, was auch dann im Nachgang noch dazugehört. Mein Ortgang natürlich auch, genauso wie auf der anderen Seite, also das ist mehr oder weniger identisch. Anschluss an das nächste in sich luftdichte Bauteil. Nicht, ja, da ging es halt nicht besser oder machen wir schon immer so. Bei uns, das ist jetzt Dialekt, so ist Worre, so wurde es. Ja, alles Sachen, mit denen können wir nichts anfangen. Wir möchten gern das verdiente Geld behalten dürfen. Das heißt, für mich muss von vornherein so arbeiten, dass der Kunde keinen Grund hat, irgendwas einzubehalten, was zurückzufordern oder von Haus aus erst gar überhaupt nicht zu bezahlen. Ja, alles Faktoren, die für mich nicht nur als Handwerker, sondern in erster Linie als Kaufmann wichtig sind. Und deswegen muss ich mir vorher Gedanken machen, das heißt Luftdichtungskonzept. Wer das ausarbeitet, haben wir vorhin gesehen, eigentlich steht da, erst zu planen, dann auszuschreiben, somit wäre es in der Theorie der Planer. Aber wie ist die Realität auf der Baustelle? Ganz oft gibt es keinen Planer. Die Durchführung macht der, den man kennt aus dem Singverein, den man kennt aus der gelben Seite, den man kennt, weil er gerade auf der anderen Straßenseite arbeitet und mir so schöne Postkarte eingeworfen hat. Aber an der Konzeption vorher geht kein Weg dran vorbei. Luftdichtung ist Gesetz und wenn ich nicht weiß, was ich da tue, wenn ich nicht weiß, was mich erwartet, dann trage ich Geld auf die Baustelle. So, ganz kurzes Zeichen für mich in puncto des Zeitfensters zum Thema Fragen. Also, verbal. Da gibt es tatsächlich ausgearbeitete Konzepte und die kosten und die dürfen auch Geld kosten, weil auch deren Erarbeitung mit, ganz klar. Und ja, ist schon klar. Ich breche jetzt mal auf den kleinsten Nenner runter. Ja? Das ist das rote Linie-Prinzip. Hatte man vorhin ganz kurz, kann man das nochmal aufrufen, Martin? Das ist einfach das mit der roten Linie um die luftdichte Hülle mit den vielen Anschlüssen. Das sind die Punkte, die ich auch textmäßig einfach erfassen muss. All die Stellen, ich definiere erstmal, wo ist und was wird meine Luftdichtung. Ich tippe, ne? Du tippst, ich sehe nichts, ich gucke da. Ja, genau, tipp du weiter. So, und dann geht es einfach, ich muss mir Gedanken machen, wo endet es, ja? Wo, das ist ja das Konzept, wo endet es? Und nicht Planung nach Baufortschritt oder so, ja? Ich mache was auf und mache mir dann Gedanken, ich muss es vorher wissen, ganz klar. Und es wird definiert und danach definiert sich auch der Preis als solches. Und die muss ich vorher einen Lösungsvorschlag bieten. Ich kann keine Lösung vorgeben, weil es vielleicht in der Realität doch ein anderer Punkt oder anderes Produkt das sinnvollere wäre als das, was man im Vorfeld hat. Aber ich muss diesen Punkt als solches muss ich betrachten und ich muss einen Lösungsvorschlag machen. Wie in meinem Standardausschreibungstext ja auch, zum Beispiel mit Produkt so und so oder gleichwertig, ja, wie auch immer, aber hier ist ganz klar dieses Problem erkannt, dieses Problem benannt und hinterher auch in der Anzahl dessen, wie oft es vorkommt oder in Laufmeter, vielleicht auch Regiestunde, ja, also ich habe gerade so eine Baustelle, die wird komplett in Regiestunde durchgeführt, weil der Planer und vor allen Dingen auch der Bauherr eingesehen hat, dass man das nicht punktuell über den Preis pro Stück lösen kann, das geht gar nicht. Ist in der Theorie eine Lizenz zum Gelddrucke, aber de facto wird es so sein, dass wir jetzt hier niemand über den Tisch ziehen. Der Bausteller, der darf auch gerne daneben stehen, damit wir sehen, dass wir nicht auf sein Geld in der Nase bohren oder sonst was tun, sondern dass das wirklich eine Leistung ist, die man punktuell vergüten muss. Und er hat gesagt, genau so machen wir es, weil ich will das Beste draus machen. Ich habe vergessen zu erwähnen, also ich mache das zwar seit 30 Jahren und ich bin kein Angestellter von Proclima. Ich habe einen eigenen Holzbaubetrieb mit der Spezialisierung genau da drauf. Und Proclima ist der Meinung, Praxis bei Proclima sollte jemand tun, der täglich damit zu tun hat und nicht irgendwann mal irgendwas mal, wie auch immer, gehört hat oder so. Tägliches Brot für uns ist Luftdichtung und nur Luftdichtung und die Beiwerke dazu, das noch kommt, die kaufen wir zu. Das heißt also, ich nehme keine Pfanne in die Hand und ich mache auch keinen Innenausbau, aber die Luftdichtung ist unser Part und das Luftdichtungskonzept ist eine Vorgabe, die entweder von Planerseite kommt oder von unserer Seite und wir nehmen dann wieder hier in dem Fall auch einen Energieberater zur Seite, der für uns das dann erarbeitet. Aber auf den Punkt runter kann ich nicht sagen, hier Standard 0815 gibt es nicht, immer baustellespezifisch.
Ja, ja, ganz. Und ja, im Grunde genommen ist es tatsächlich eine komplette Planung. Also ich nehme mir die Schnittzeichnung vor, ich markiere die entsprechenden Details. Und kannst du das nochmal aufrufen? Dann gerade nochmal dieses, wo ich gesagt habe... Nee, da bin ich jetzt ja gerade schon wieder so durcheinander. Okay. Nein, es geht ja um diese, ne, diese blaue Linie um dieses Haus. Und insofern... ist es dann tatsächlich eine Aneinanderreihung von den entsprechenden Details, wie sie auszuführen sind. Ganz normale Planung. Als Zeichnung am sinnvollsten sicherlich. Mhm. Ja. Genau. Ich würde das als Zeichnung sehen. Ja, genau. Ja, okay. Also ich weiß, ein Energieberater, der verkauft so Dinger von 6.000 bis 8.000 Euro. Ob er die kriegt, weiß ich nicht, aber scheinbar funktioniert es, weil halt der sich da richtig reinkniet und der hinterher, der Handwerker, genau weiß, was auf ihn zukommt. Und das sind dann aber auch Fotos dabei. Ich meine, so Zeichnungen kann man ja auch letzten Endes übernehmen. Ne? Wir haben ja zum Beispiel auch sehen wir gleich noch Unterlagen wie unser Wissen zum Beispiel, da haben wir um die 150 verschiedene Zeichnungen drin, Skizzen, auch die kann man ja übernehmen, wenn die jetzt passt. Ne, da braucht man sich ja jetzt nicht für jede einzelne da ans Sketchwork setzen und los geht's. Aber um hier nochmal drauf zurückzukommen, kurzer Überriss, wir haben jetzt die zwei verschiedenen grundlegenden Sanierungsvarianten gesehen. Abweichungen gibt es, ob es jetzt Dämmhöhen etc. sind. Aber im Grunde genommen haben wir gesehen, kann ich den Vortrag nochmal eben haben? Danke. Einmal die Variante mit der flächig verlegten Luftdichtung, die aber auch sehr diffusionsoffen sein muss, weil sie ja sehr weit draußen ist. Ich brauche aber immer eine Überdämmung, wenn ich da mal den Platz nicht habe oder aus anderen Gründen, Einblasdämmung etc. hatten wir eben mal erwähnt zum Beispiel, dann kann ich auch die Sub- und Top-Verlegung nehmen. Komplett andere Bahn, weil es einfach auch bauphysikalisch eine andere Herangehensweise ist. Wenn noch Fragen sind, wir beiden sind noch einen ganzen Tag da. Im Nachgang ist das natürlich auch noch möglich. Wir haben eine Hotline. Wir haben allein für Deutschland zuständig 14 Ingenieure. Somit immer mindestens 3 Leute in der Hotline von 8 bis 17 Uhr. Wenn auch mal so knifflige Sachen sind. Ich hatte eben auch mal so einen kleinen Schwenk bei dem Flachdächern gemacht, wenn Sie da mal eine Konstruktion haben, wo Sie sich unsicher sind, reinschicken, kurzes, da reicht eine Skizze oder stichpunktartig aufgelistet. Da kriegen Sie auch schriftliche Stellungnahmen zu, dass Sie da auf der sicheren Seite sind. Der eine Hinweis noch bei der Sub- und Top-Verlegung ist aktuell im ZVDH-Regelwerk noch markiert, wird aber wahrscheinlich demnächst wieder rausgenommen, dass man da einen rechnerischen Nachweis bringen muss, ne, weil da es nämlich auch Anbieter gegeben hat, die tatsächlich eine nicht variable Bahn da empfohlen haben, was durchaus mal in die Buchse geht. Auch das können Sie dann natürlich von uns haben. Also auch im Nachgang melden Sie sich, besser einmal mehr gefragt als einmal zu wenig. Und ansonsten würde ich sagen, weitere Fragen machen wir dann in der Pause. Einiges gibt es noch nachzulesen, hatte ich gerade auch schon erwähnt, mit den 150 Skizzen sind da auch drin zu finden und vieles, was wir hier erzählt haben, auch. Gibt es am Ende sowieso mit. Ein Teil der Überraschungstüte. Richtig. Ansonsten vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Martin und Thomas.